herzlich willkommen, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Und ja, wen ihr da seht, das ist kein geringerer als Mario. Ich mach dich mal gerade ein bisschen kleiner, weil das sonst... Ja, ja, meine Lieben. Es ist mir eine Ehre, den Mario hier begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dir geht's gut, Mario. Alles gut bei dir. Ja, danke, du. Alles gut. Ich stelle euch hier mal ganz kurz vor. Mario Moosberg ist ebenfalls aus dem Team PokerCode und so eine Art, ja, Mentor schon, bevor wir überhaupt im Streamhaus waren. Es ist wirklich was Unfassbares passiert in den letzten, oder beziehungsweise mehrere Dinge in den letzten Wochen passiert bei Mario, die so aneinandergereiht natürlich wirklich der absolute Hammer sind. Und darüber sprechen wir. Wir haben es gerade gesehen, wer jetzt schon eingeschaltet hatte, Marios Scoop Final Table im Heads Up, das er dann gewonnen hat für $840,000. Und wie geht's dir jetzt nach dem Wahnsinnstitel? Hast du schon realisiert, hast du es schon irgendwie schon begriffen, auch jetzt, wenn es ein paar Wochen schon her ist? Ja gut, ja, Begriff, also greifbar ist es nicht so. Also es war für mich auch so, wie ich in der Nacht dann das Turnier gewonnen habe, das war völlig verrückt und das haben wir eh ordentlich gefeiert. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, so ja, es ist gesagt, dass ich es gewonnen habe, aber so richtig Bezug auch zum Geld habe ich da jetzt noch nicht so aufgebaut, sondern okay, fühlt sich ein bisschen so an, wie als hätten wir es geträumt und ja, denke ja. Drüber nach und dann so, hey, das ist ja wirklich passiert. Ja, es war natürlich auch, zumindest jetzt, wer es gesehen hat, es war nicht von Anfang an jetzt gerade im Replay. Dein Heads-Up-Gegner war ja am Anfang des Heads-Ups schon massiver Chip-Leader. Und wie war das Heads-Up für dich so, wo du reingekommen bist? Hattest du da schon ein Gefühl, ich krieg den, oder war es schon so, okay, das wird schwierig werden? Nee, ich hatte ein gutes Gefühl. Also ich... Ja. Ich habe mich ja recht gut viel mit den Gegnern beschäftigt vor dem Finaltag und wusste, dass sobald ins Heads-Up geht, dass ich da eine recht große Edge habe und die halt vor allem dadurch kommt, dass ich die Monate davor viel mich damit beschäftigt habe. Ich bin in einer Study-Gruppe und da haben wir einen der besten Heads-Up-Spieler drinnen und der hat auch viel Content produziert, mit dem ich viel gestudied habe. Und das hat da ultra geholfen. Also allein die Preflop-Spots und dann einfach einen richtig guten Gameplan zu haben, wie man jetzt den Gegner am besten spielen kann, das hat schon super viel geholfen. Wenn man sieht im Heads-Up, das haben wir dann vor einer Woche nochmal analysiert, vor allem bei den Limp-Pots war er da recht schwach unterwegs und ich habe in 20 Limp-Pots den am Flop gestappt und viel zu viele Folds bekommen. Und dadurch printet man halt in so Heads-Up-Spots voll. Und das macht einen riesen Unterschied. Also Heads-Up ist im MTDs super, super wichtig. Wie hast du dich neben dem Coach, den du da hattest, als fürs Heads-Up darauf vorbereitet, auf so Heads-Up generell? Einfach generell, weil im Turnierpoker ist es so, dass in den seltenen Fällen, wo man dann ins Heads-Up kommt, geht es einfach um den größten Pay-Jump und den höchsten ROI haben halt die Spieler, die im Heads-Up eine hohe Winrate haben. Also wenn du ein Heads-Up zu 60-65% der Zeit gewinnst, statt nur zu 50% oder sogar Losing bist, dann hat das einfach einen riesen, riesen Unterschied in der Winrate und deswegen war das auch ein Fokus die letzten Monate und das hat sich ausgezahlt. Ja, aber hast du da einen Tipp für uns MTTler, wie man Heads-Up trainiert? Also gibt es da gewisse Tools oder beziehungsweise vielleicht auch, dass man sich ein paar Heads-Up-Turniere raussucht oder wie man, also Sit-and-Goes meine ich. Ja, also mein Approach war, ich habe auf Stars gibt es ja eh noch immer die Sit-and-Goes und auf Party und da sitzen eh immer die Top-Racks, also auf den $50, $100 und den Heads-Up Sit-and-Goes. Und die sind halt richtig, richtig gut, weil da ist halt King of the Hill, der beste Spieler bleibt sitzen und wenn da ein anderer kommt, der den Platz will, dann muss er sich zuerst mit dem battlen, der halt oben in der Welt ist.
bedeutet dann, dass die Leute, die da sitzen, richtig gut sind. Und auch einfach Rags, und die halt leben halt davon, dass dann halt andere Fun-Player kommen und spielen wollen. Und dadurch sind die halt die perfekten Trainingspartner. Also einfach mit denen mal jeder 60 $ Sit-and-Go-Rag ist besser als 90% der MTT-Spieler im Heads-Up. Und wenn man gegen die spielt, wenn man viele Lines und einfach kriegt man ein Gefühl dafür, was machen die anders. Und das war halt mein Approach, dass ich mit den Jungs da mich vorbereitet drauf habe und dann einfach diese Sit-and-Goes zu battlen. Und das kann ich super, super empfehlen. Und dann Also ist halt für die, auch die einfach. jetzt nicht die Roll haben, die könnten dann auch mal die kleinen Heads-up Ja, so Sit-and-Goes spielen, damit es jeder trainiert. 20 $ Sit-and-Go-Rag. Und man verliert ja nicht so, man verliert okay vielleicht 5%. Wenn du dann 20 $ Turnier spielst, dann verlierst du halt einen Dollar, kostet dir das halt. Spielst du 100, kostet dir das $100. Aber wenn du dann mal ein Heads-up kommst für 3000 Dollar Unterschied, dann zahlt sich das halt super, super aus. Und dann war halt auch mein Approach mit die Spieler, die da sitzen, auf die zugehen und die fragen, wie sie studien. Das war, da habe ich auch ein Ah, paar okay, geil. der gefragt. Also das einfach, ich meine, wenn du wirklich da im Heads-up richtig gut werden willst, einfach auch am Tisch schreiben, hey, ich möchte Coaching von dir nehmen. So, solche Sachen. Das gibt's immer wieder Opportunities. Aber das wäre mein Approach, weil das sind die besten Heads-up-Spieler in dem Format. Du selbst bist ja manchmal nackig hier, sehr schön. Es geht direkt los, ne? So gut fühlt er sich schon im Interview. Also macht mich natürlich glücklich. Soll ich auch schon mal? Ja, mache ich gleich. Meine Frage, also was, das hatte ich dich mal, wir waren ja da in dem Haus, da hatte ich dich im Hintergrund gefragt. Ja. Also außerhalb der Kameras, dass du Fußballprofi warst. Also das wissen vielleicht der eine oder andere gar nicht. Und zwar zweite Bundesliga hast du gespielt und auch mal ganz kurz in der ersten für deinen ja letztendlich Heimatverein, also bist ja auch ist ja deine Stadt sozusagen, St. Pölten vor Wien, es liegt das Ganze. Und warum hast du die Fußballkarriere drangegeben für deine Pokerkarriere? Ne, es war nicht so, dass ich jetzt Poker anstatt Fußball für mich entschieden habe, sondern es war einfach ein Übergang. Für mich war damals, also wir sind dann mit St. Pölten aufgestiegen in die Bundesliga, und ich habe aber gespürt, dass ich mich nicht wirklich wohlfühle in dem Fußballbusiness und ich eigentlich unglücklich bin, obwohl ich eigentlich Erfolg habe und als einfach so, was halt als Erfolg zählt. Aber für mich ist da der Erfolg, dass ich glücklich bin in dem, was ich mache, und das war einfach nicht gegeben. Und das war über einen längeren Zeitraum so, und dann habe ich halt hinterfragt, ob ich nicht Fußball so spiele, wie es mir Spaß macht, und vielleicht eine andere Sache mache, weil entweder bei mir war es so, entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Und ich habe dann große Ziele beim Fußball gehabt, die ich dann über Jahre hinweg verfolgt hätte. Aber das wäre dann halt ein Commitment über die nächsten 10, 15 Jahre gewesen, und das wollte ich dann nicht eingehen. Und der Ist-Zustand, da in der österreichischen Bundesliga zu spielen, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Also das war für mich, ja, ich war nicht glücklich in dem Setup damals. Aber du hast angefangen, also jetzt, weiß ich nicht, Jugendlicher oder als Kind mit dem Ziel, war das von deinen Eltern so ein Ziel oder von dir ein Ziel, Fußballprofi zu werden? Oder hat sich das ergeben? Das war immer so also es war einfach immer so der logisch nächste Schritt. So, ich war dann mit 9 ein Jahr früher, so ich bin 96er, war mit den 95er Jahrgang, dann im Landesausbildungszentrum, und dann mit 14 gibt es so Jugend-Bundesliga-Akademien. Und dann bin ich auch als ein Jahr jüngerer in die in die Jugendbundesliga aufgenommen worden. Und dann war es halt nie so, okay, will ich das jetzt machen, sondern okay, das ist so ein Spot, der kommt nicht für jeden, und es ist klar, dass man das halt dann annimmt. Und dann bist du halt irgendwann 18,
bist Fußballprofi und denkst, okay, es war immer klar, weil ich im Fußball recht talentiert war, dass ich Fußballprofi werde. Und als ich dann war, habe ich es realisiert, trotz Erfolg, dass ich dabei nicht glücklich bin. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, erstmal zu sehen, ob ich es überhaupt vermisse. Und dann habe ich glaube, das war, also ich war damals 20, habe dann gekündigt und habe erst mal ein halbes Jahr mir eine Auszeit genommen und geschaut, ob ich es vermisse. Und ich habe es ehrlicherweise nicht vermisst und seitdem auch nicht vermisst. Ja, jetzt bist du gerade 24 Jahre, auch für einen Pokerprofi noch super jung. Aber als du dich dann mit 21 entschieden hattest, dieses halbe Jahr Pause zu machen, war da schon das Thema Poker? War das schon während der Fußballkarriere für dich ein Thema? Wie ist das Ganze dann losgetreten worden? Nee, das war nicht so Thema, okay, ich werde jetzt Pokerprofi. Gepokert habe ich seitdem, ich habe es Ende 2008, 2009 im Fernsehen gesehen und habe dann begonnen, einfach online jedes einzelne Pokervideo anzuschauen, was es gibt. Damals gab es noch die Full Tilt Poker Academy. Das war connected mit der Pokerseite und man konnte sich halt so Videos freispielen, wenn man so Free Rolls spielt. Und da gab es so eine Challenge von Chris Ferguson, der hat da die Free Rolls gespielt und aus den Free Roll Gewinn dann halt 1 Dollar, 2 Dollar gemacht und dann eben diese 1 Dollar, 2 Dollar hochgegrindet auf 10k. Und für mich war das Geilste überhaupt und ja, ich war komplett obsessed mit dem Spiel. Also ich habe es absolut geliebt schon damals und das ist mir noch gelungen, bevor Black Friday dann gekommen ist, 2011. Das war 2 Wochen davor. Und dann hatte ich irgendwie so 20k auf dem Account. Und das haben sie dann noch ausbezahlt. Das war ganz witzig. Oh Mann. Das wird halt auf den Pokerseiten auch nicht mehr gehen, so. Das war noch der wilde Westen der Pokerseiten. Und dann kam die Fußballkarriere. Wie sah es Ja. dann aus mit Pokern? Ja, es war immer so ein sehr ambitioniertes Hobby von mir. Ich habe, auch wenn ich weniger gespielt habe, das geht dann auch nicht, wenn du Fußballprofi bist, dass du halt die Nächte durchpokerst. Aber ich habe einfach immer gern gestudied Theorie gemacht und das war immer so, okay, ich möchte zumindest auf einem decent Level sein. Nie richtig gut, weil das geht halt einfach nicht so daneben, aber einfach solide und das hat dann auch einfach immer daneben so ein bisschen geklappt und ja, wie ich dann Bundesliga gespielt habe, ist dann weniger geworden und ja, und dann wieder ein bisschen mehr, wie ich dann mit 21 mehr Zeit hatte. Wann bist du denn, also nochmal für die Zuschauer, letztendlich habe ich ja im Haus gemerkt, als ich im Streamhaus war, dass wo ihr zu kam, dass Feder und du ja nicht nur eine, ja, beruflich ist jetzt das falsche Wort, aber so eine Art partnerschaftliche Pokerbeziehung führt, sondern dass ja auch eine Freundschaft da ist. Wann bist du auf Feder gestoßen? In welchem Zeitpunkt war das? Welche Rolle hat er auch in deinen Anfängen als Pokerspieler gespielt? Und welche Rolle spielt Fedor für dich heute? Ja, das ist schon ewig. Wir haben erst letztens darüber geredet. Ich weiß noch, der Hannes, Speiser Hannes, das ist mein erster Pokerfreund, ein Wiener. Und dann habe ich ihn Feder kennengelernt 2000. Ich weiß noch, wie er nach Wien gekommen ist. Und das erste Mal von Feder habe ich gehört, wie der Hannes in Rosfort auf Pokern war und gesagt hat: Du, er hat einen Burschen kennengelernt, der ist richtig smart, der glaubt, der wird richtig gut. Das war so das Erste. Und dann war es 2013, da hat dann der David das WCUP Main gewonnen und da hatte Feder 50%. Das war im September 2013. Und das war ein Monat, nachdem wir zum ersten Mal beim Hannes daheim gegrindet haben. Und da ist der Feder halt gerade von daheim ausgezogen, zum ersten Mal nach Wien gekommen. Und wir haben dann am Sonntag einfach gemeinsam beim Hannes gegrindet. Und das war 2013. Und dann das Jahr drauf. Hat Feder das WCUP Main selbst gewonnen. Und das war gerade so die Zeit, wo ich ihn näher kennengelernt habe, also 2013, 2014. Und
Das war aber auch so die Zeit, wo ich gerade die Priority auf Fußball hatte. Und wir hatten eigentlich immer die Freundschaft außerhalb vom Poker. Und das war halt auch ganz cool, weil wir sind halt Fußballspiel gegangen oder mal andere Sachen gemacht. Aber es war nie so nur eine Poker-Freundschaft. Vor allem am Anfang eigentlich gar nicht. Wir haben eigentlich gar nicht über Poker geredet. Und das war die ersten Jahre dann so, also bis. Ich mein Vater ist 2016 in Pension gegangen. Ja, und das hat sich dann, ja, wir haben immer andere Sachen gemacht. Aber Pokern war nie so der Hauptfokus Ja, damals. okay. Und dann, ja gut, das ist natürlich jetzt schon ein Riesenschritt weiter. Sagen wir mal jetzt den Step vor dem Grindhouse erstmal. Du hast ja dann auch viele Turniere live gespielt. Du bist ja sogar 67., glaube ich, war es bei der WSOP als zweitbester Österreicher geworden für 110.000, was ja schon Main Event übrigens. WSOP Main Event, viele andere große Titel im Arias und so weiter. Hast du in der Zeit vor dem Grindhouse ja schon geholt? Ja, erzähl mal aus der Zeit vielleicht so ein bisschen, was dir da so besonders im Kopf, was so deine Höhepunkte vor dem Grindhouse waren, für dich persönlich als Pokerspieler. Ja, das Witzige ist, wenn ich so zurückdenke, ich dachte ja damals, dass ich schon richtig solide bin. Ich dachte mir schon, okay, das Spiel ist schon richtig geil. Und jetzt, wenn ich zurückdenke, denke ich mir, ich war komplett planlos. Aber es hat Okay. trotzdem funktioniert. Vor allem bei den Live-Turnieren reicht es halt, wenn du solide bist, Tad spielst und deine Hände Value betten kannst. Das ist halt wirklich, das reicht dann oft einfach bei den meisten Live-Turnieren, um da winning zu sein. Und ich hatte da auch guten Erfolg. Die 2 Jahre bin ich recht viel rumgereist. Das war auch so immer von mir ein Traum, dass ich so viel wie möglich von der Welt sehe, und das habe ich auch verfolgt und habe da halt jedes Pokerturnier, was so reingepasst hat, halt mitgenommen. Und ja, das hat gut funktioniert, die Live. Ich meine, online war ich wahrscheinlich auf den Stakes, die ich gespielt habe, Break-Even, slightly winning player. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich dachte auch, ich crush das. Guten Abend aus Wien. Aber ja, das für Live war ich schon decently winning, und dann war das so die Zeit von, sagen wir mal, 2017 bis 2019 oder 2020. Und ja, dann war es mit Fedor pokerspezifisch. War es halt immer, wir haben halt hin und wieder gemeinsam gegrindet. Er war mostly raus von Pokern, hat nicht wirklich viel Zeit damit verbracht. Und dann ist das Grindr halt so entstanden, dass die Scoop gekommen ist. Da ist gerade der Lockdown gewesen in Österreich. Und dann war halt Scoop und okay, grind mal halt zusammen. Haben wir sich ein Haus gemietet, und ich habe gesagt, okay, ich nehme ein paar Freunde mit, mit denen wird es lustig. Und er kannte halt die Ja. Jungs nicht. So, und dann komme ich, habe den Das sind auch die Jungs teils aus dem Kontakt. Grindhouse? Ja, alle. Ja. Ah, geil. Okay. Und dann hat er erstmal geschaut, so boom. Weil, ich meine, du kennst sie ja, die sind ja oft aufgedrehte Jungs, ne? Da ist halt immer Action, wenn wir da zusammen sind. Aber es war einfach richtig, richtig geile Woche. Und das war halt witzig, weil der Fedor halt die 10K und 25K gespielt, und neben ist halt der Gaudi gesessen und das Primetime auf Win-to-Day gewonetabled. Und so absurde Sachen halt sind da passiert. Und dann war es halt so, okay, irgendwie war es cool. Keiner von den Jungs war halt noch Profi, außer Roli und ich haben das halt ambitioniert, das damals schon gemacht. Und dann war halt die Idee, okay, machen wir das im Sommer nochmal. Und dann habe ich mit Johannes geredet und ob Pokercode da dabei sein will, als das zu branden und das als ihr Projekt zu machen. Und dann ist halt die Idee vom Grindhouse entstanden. Ja. Und so ist das passiert. Und das war dann der Start für den Sommer. Ja, für euch nochmal, also die, die es nicht kennen, das Grindhouse ist letztendlich ein Projekt, was von PokerCode oder beziehungsweise jetzt, wie wir es hören, auch eher von dir als Idee entstanden ist und dann von PokerCode umgesetzt.
wo halt ihr als ja eigentlich schon festes freundschaftliches Pokerteam da eingezogen seid, aber mit dem Gedanken aus euch oder beziehungsweise eher aus den anderen, du warst ja da schon mit Rolli da recht ambitionierter Poker-Profi, aus den Jungs halt auch immer bessere und stärkere Pokerspiele zu machen. Das Ganze ging 2 Monate, ihr seid auch in verschiedenen Locations gewesen. Ja. Wie sehr hat das Grindhouse dich persönlich nach vorne gebracht und wie sehr hat es die Jungs nach vorne gebracht? Am größten war halt einfach der Approach, okay, jetzt sind wir halt 2 Monate da und jetzt arbeiten wir jetzt wirklich mal dran. Vorher so, okay, man studiert halt und man lässt halt Dinge aus, die uncomfortable sind, und da war es dann halt so, okay, was sind die wichtigsten Punkte, wo haben wir die größten Leaks und die attackieren wir jetzt mal. Und dann hat, ich glaube, Matthias hat er auch gemacht, also wir haben ihm die Hände geschickt. Und dann hat er halt mal erstmal jeden gesagt, dass er zu tight ist. Ja. Das geht halt nicht. Und das wäre halt auch so das Erste, was ich jetzt, wenn ich jetzt einen Spieler hätte, den ich coachen müsste, würde ich dazu erstmal drauf schauen und einfach die ganz klaren Leaks, die jemand hat, einfach stopfen. Weil das sind so, wenn du zu tight preflop bist, dann verlierst du halt jeden Orbit gewisse Edge. Und über tausende von Hände ist das einfach eine zu große Edge, um die irgendwie anders auszumachen. Da kann man noch so smarte Plays und so auspacken, wenn man Preflop nicht solide ist, hat das einfach einen viel größeren Effekt, wie wenn du jetzt da den River check-raisen kannst. So, das ist so eine Fallacy, dass man glaubt, okay, man muss halt so krasse Plays auspacken, um winning zu sein. Aber in Wirklichkeit geht es nur darum, richtig openen, richtig dreibetten, richtig reshuffen und richtig callen. So, das sind mal die Basics. Und wenn man das drauf hat, dann ist es so, dass man schon ziemlich weit ist. Dann ist man schon zumindest nicht mehr losing in den meisten Fällen. Vor allem nicht mehr auf den Low-Stacks. Da hat man dann schon solide Winning. Mhm. Und das war halt auch ein huge Improvement von mir. Warte, ich muss da ja, ist gut. Chat schau mal. Machen. Vielleicht schreibt einer Grindhouse-Jungs, dass er besser ist als du oder so. Muss man gerade lesen. Ein Spaß. Direkt mal harten die Fight wieder. Ja, wenn ich dran denke, wie das dieses Werwolf-Spiel, wie ihr euch da gegenseitig, ich konnte nicht mehr, das war glaube ich in der letzten Episode vom Streamhouse-Vlog zu sehen, wie ihr euch da so krass gebettelt habt, der Gaugi und du, und euch da so eine Rage, man hat richtig gemerkt, also der Battle ist nicht nur beim Poker, sondern scheißegal, was das für ein Spiel ist. Ja, ja. Das ist der Hammer, ey. Ja, Werwolf ist krank. Also, ja. das sind schon absurde Konstellationen passiert. Da spielen wir so 2-3 Spiele hintereinander. Und das ist unser Lieblingsspiel. Das grinden wir manchmal den ganzen Tag. Weil es einfach. Aber da hat man auch gesehen, dass du ein Pokerspiel auf jeden Fall ganz, also eigentlich genau richtig da bist, weil wie du uns da veräppelt hast, das ist nicht normal. also du hast komplett mich gekriegt, so, ich wäre nie drauf gekommen, dass du der Werwolf warst, aber ja, war auf jeden Fall ein cooles Spiel. Zurück zum Grindhouse jetzt, sorry. Wo waren wir stehen geblieben? Jetzt habe ich doch gerade einen Faden verloren. Ich glaube, bei den wie wir uns da, also was da für uns wichtig was, war oder wie was wir euch, weiter genau. Haben. Mhm. Ja, ich glaube, und dann einfach die Sachen zu realisieren, an was man dann arbeitet. Man wird nicht in 2 Monaten zum Top-Profi-Spieler, das passiert nicht. Man kann besser werden, man kann Routinen lernen und man kann Gefühl dafür bekommen, was noch fehlt, um da jetzt wirklich gut zu werden. Ja. Und das war's. Und das war einfach so eine Realisation für alle und ich glaube für die Jungs am meisten zu sehen, hey, da ist ja wirklich was möglich. Da kann man ja wirklich das vielleicht sogar professionell machen. Weil das war immer so der größte Punkt bei den Burschen, dass es sie haben es extrem geliebt, das Spiel, aber das jetzt professionell zu machen, ist für sie auch nicht so greifbar gewesen. Weil es war so, okay, da musst du halt so viel Zeit investieren, so gut sein und so weiter. Aber dann zu realisieren, hey, das geht eigentlich und die Zeit investieren sie sowieso.
Nur effektiver, dann schaut er wirklich was raus. Und das war halt Ja. der größte Punkt. Und das war halt die Foundation von allen. Vom Grindhouse, ja, und von dann war es halt so, dass ihr ja nach dieser Zeit irgendwann ja auch in eure eigenen vier Wände zurückgezogen seid, das Erlernte dann irgendwie auch umsetzt, beziehungsweise weiter an euch arbeitet. Zurück zu dir, wie ist das? Die Frage erstmal, klar, habe ich gesagt, wie wertvoll war für dich das Grindhouse und wie hast du diese wertvolle, ich gehe davon aus, dass es recht viel gebracht hat, aber trotzdem die Frage trotzdem mal so vorneweg. Und wie sehr hast du dann nach dem Grindhouse das umsetzen können, was du da Ich für habe das dich halt mitnehmen konntest? in den Slack-Channel gepostet. Ich bin halt auf Sharkscope gegangen und habe alle unsere Screen-Names in so eine Player-Gruppe gegeben. Und es war völlig krank. Also vielleicht kannst du mal auf Slack in die Success Celebration, vielleicht kannst du das Screen Ja, geben. ganz kurz, warte. Und also ich war selbst überrascht. Ich dachte mir so, holy shit. Wo wir dann, also wenn ich vor 12 Monaten, wir waren ziemlich genau vor 12 Monaten in der Scoop, nicht im Grindhouse, sondern die Woche davor, wo wir so random in so ein Haus gezogen sind. Wenn mir das einer gesagt hat, in 12 Monaten ist das jetzt das Resultat, das ist ja völlig Ja, absurd. die Jungs, die jetzt mit dir da drin waren, wie viele von denen sind jetzt heute hauptberuflich oder beziehungsweise wirklich Fulltime-Poker-Pros? Alle. Ja. Also das ist ja wirklich so ordnungslos, sind alle solide und gut. Also ich habe bei Success Celebration, das der Ja, letzte ich. Punkt sollte das sein. Okay, warte. Ganz unten, ganz unten. Ja, ich hab's hier. Ach so, das ist so eine komplett. Hast du das auf einen Graphen gemacht? Ja. Das hier, warte. Ja. Also, jetzt haben wir hier Sikawena-Bande, so nennen sich die Jungs. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Und jetzt müsst ihr mal hier, warte, jetzt muss ich gerade selber gucken. Da, wo es nach oben geht, ab wann war das? War das, welcher Das Zeitraum war ist das jetzt? das Datum ist 1.9. und am 1.9. war es Grindhouse aus. Also war genauso nach Grindhouse. Also nach dem Grindhouse seht ihr hier, was das für ein. Und hier ist wahrscheinlich der Score von dir, das riesige Ding hier, ne? Der Ganz rechts ist mal Scoop-Titel. genau. Aber wie ihr seht halt, ist schon absolut Wahnsinn. Und davor war es halt so, hast du mir zumindest gesagt, dass die Jungs, die da im Haus waren, alles eher, wie soll ich sagen, ja, entweder broke waren Ja. oder halt, ja, sich da irgendwie durchgekämpft haben durch die Low Stakes und so, ne? Ja, also die Jungs Teilweise. im Landhaus, wo wir vorher waren, da weiß ich noch, der Gorgi und der Nemi waren da 2 Wochen vorher wirklich broke. Hatten halt keine Roll mehr und weil da gab es auf Window Days und 500er Turnier. Und das haben wir alle gespielt und keiner hat gecashed und dann war halt die Bankroll weg. Und das war halt wirklich so von null. Also sie waren halt jetzt nicht komplette Beginner, sie waren halt Low Stakes Grinder, aber jetzt nicht besonders gut oder besonders experienced noch. Das war halt wirklich von ground up. Und jetzt haben sie alle, ja, also der Progress ist völlig verrückt. Vor allem so der Effekt, dass halt dann jeder mitgezogen hat, war halt, das im Nachhinein drauf zu schauen, ist halt insane. So, das hätte ich mir jetzt von einem Jahr nicht gedacht, dass das so schnell geht und so schnell umsetzbar ist, dass dann jeder so auf so ein Level kommt, wo er dann wirklich davon leben kann. Und das ist halt mittlerweile echt der Fall. Ja. Du hast ja dann jetzt nochmal zurück zu diesem Run, den du jetzt gerade erlebt hast, nach dem Scoop-Titel. Ja. Da, obwohl noch eine Frage, die ich abschließend zum Scoop-Titel, die ich für mich jetzt auch mal wissen wollte. Du musst das jetzt nicht genau sagen, aber so prinzipiell, welche Wünsche hast du dir mit dem
ja, finanziellen Erfolg, nicht nur der Titel, das ist ja auch ein finanzieller Erfolg, die er erfüllen können, und wie viel Prozent von dem Gewinn fließt für dich da, muss jetzt nicht detailliert sagen, wie gesagt, aber wie viel ist für dich da Poker-Invest, also weiter für deine Pokerkarriere, und wie viel davon für dich persönlich als Spar oder was auch, ist ja egal für was, aber so die zwei Fragen in einem. Also zum Score selber, ich hatte zwei Swaps, also ich verkaufe bei den 1Ks nichts mehr, und hatte zwei Swaps mit Rolli und mit Fedor. Die hatten dann beide einen Swap-Prozent, und ansonsten hatte ich die Action selbst. Bezüglich was ich damit mache, ich habe jetzt eigentlich nichts damit gemacht. Ich habe es auf mein Konto überwiesen und habe mir ein paar Aktien und meine Invests ein bisschen nachgekauft. Das war eigentlich alles. Ich habe jetzt nicht irgendwie große Sachen damit, ja, damit geplant gehabt. Das war auch noch zu kurzfristig. Wir sind gerade in ein Haus gezogen, in das ehemalige Haus von meiner Oma, und das renovieren wir gerade, und da ist jetzt gerade der Fokus. Das ist das absolute Run-Good-Haus, weil da haben wir in den letzten, also ich bin im April eingezogen, dann habe ich Scoop jeden Sonntag was gewonnen und dann noch am Scoop Main Event Tag auch nochmal das Main Event, und dann war es ja absurd, dann die Woche drauf das World Series of Poker Circuit Event für 130, und dann die Woche drauf ist der Rolli ja auch nochmal, war er bei mir grinden, und dann ist er am Venom FD auch nochmal gekommen, und das ist schon absurd, und Sonntag war er auch nochmal krank, wie ich habe ich den FD vom 10k Super Millions gemacht, also da, das ist echt ein Glückshaus. Ja, das ist da nie wieder ausziehen, das, ja. Ist, so, das ist echt. Ja, genau, das war für mich auch nochmal wichtig, also vielleicht auch, ja, als... Ich habe das nicht so getreffe mich das halt einfach Networth, und mit dem arbeite ich halt, und dann verschiebe ich es halt, wie ich es gerade brauche. Also für die, ich habe eine Online-Bankroll, die ich so gering wie möglich habe, also online bin ich quasi immer broke, weil es bringt halt einfach nichts, da jetzt große Summen auf Stars oder GG liegen zu haben, sondern es ist halt viel besser, denke ich, wenn die investiert sind. Und das, wenn ich was online gewinne, ziehe ich das direkt ab und investiere es, und so zum Leben brauche ich nicht viel. Also da ist natürlich bei uns in Deutschland das Problem, dass diese 1.000 Dollar Einzahlungslimit auf einen Monat, dass diese Möglichkeit quasi zunichte macht für Pokerprofis. Aber letztendlich ist das ja auch schwierig als Pokerprofi in Deutschland, da weiter erfolgreich zu spielen, ne? durch die Einschränkung. Ja, dann war es soweit. Dann war die große Party. Also wir sind ja dann komplett eskaliert. Es war ja unglaublich. Also es war, das habe ich ganz kurz, bevor wir hier live gegangen sind, dem Mario noch gesagt. Mario gewinnt dieses Main Event, und wir saßen da, waren halt, also es war halt der Abschlussabend vom Stream aus, wir waren alle schon gut angetrunken, hatten die Lampen an, und dann meinte, ja, der Mario, der muss jetzt hier hinkommen, mit uns feiern, und ich dann nur so, nee, der Mario wird doch jetzt nicht mit uns hier feiern, mit uns besoffenen Vollhongs, die jetzt komplett den er wahrscheinlich vor Freude auseinander, also reißen gefühlt, und da kam es einfach vorbei, und das war halt nochmal ein sehr, sehr schöner Moment, mit dir das erleben zu dürfen. Also, geil. Da haben wir doch aufgelegt, als Privat-DJ dann für uns, bis um 4 in der Früh. Ja. Dann der Fedor hat schon geschlafen, haben wir aus dem Bett ausgerissen. Ja, Fedor hat ja auch mal Musik gemacht, sogar ein paar Tracks. Ja, ja. Es hat einfach richtig gepasst, weil was machst du denn, wenn du das gewinnst, ne? Wenn du allein daheim sitzt, guckst kurz rum und denkst, okay, was mache ich jetzt? Ganz die Hand auf. Aber alleine ist es ja auch nicht leider. Deswegen war es halt viel leiber da. Ich meine, die Grindhouse-Jungs waren ja auch bei der Abschlussparty. Und dann einfach mit euch zu feiern, war einfach richtig geil. Da hatten wir Spaß. Aber das Verrückte war,
Wir fahren nach Hause, WSOPC fängt an. Ich glaube, das war das vierte WSOPC. Also WSOPC ist ja World Series of Poker Circuit, letzten Endes so eine Art, ja, Ableger von der WSOP, kann man so sagen, zusammengefasst. Bei denen es keine Bracelets gibt, sondern Ringe. Und das ist ja auch eins der, ja, größten Turnierserien weltweit und sehr prestigeträchtig. Ich glaube, der Traum eines jeden Pokerspielers ist natürlich ein Bracelet und so einen Ring mal zu haben. Und Mario holt sich nicht nur den Scoop-Titel, quasi das größte Online-Turnier, eins der größten Online-Turniere überhaupt, die es gibt. Du holst dir ein paar Tage später den Goldring ab bei der WSOPC. Konntest du das dann in dieser Euphorie, die du ja jetzt noch durch die Scoop hattest, noch überhaupt so mitnehmen? War das dann für dich auch so ein Magic Moment oder ist das so ein bisschen untergegangen jetzt? Das war, es war absurd. Also wir haben, der FD war ja Mittwoch oder Donnerstag und dann Sonntag, also ich hatte meinen größten Cash am Mittwoch und dann meinen zweiten größten Cash am Sonntag nochmal. Und ja, ich weiß nicht, wie es zusammengehängt ist, aber es war, ja, ich hab, wenn man dann so befreit aufspielen kann, ne? Mir war dann nicht wichtig, dass ich da jetzt gewinne, sondern ich wollte einfach Spaß haben und die richtige Entscheidung treffen. Und das, wenn man so befreit aufspielt, und ich kenne das auch andersrum, wenn es mal nicht so läuft, dass man alles hinterfragt, aber wenn man so drauf losspielen kann und einfach okay, ich mache jetzt eh alles richtig, dann lief es halt einfach gut. Und ich muss auch sagen, ich habe einfach auch einen sehr guten Run erwischt da in dem WSOPC-Turnier. Also das war Was waren schon. so die Keyhände, die du gerade im Kopf hast? Vielleicht gibst du zwei, drei. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass der Fuchs Lauchen Grindhouse, einer vom Grindhouse war dann bei 40 left, halt hatte viele Chips und ich hatte nur so 10 Blinds. Und dann ist er gebastelt. Und dann direkt nachdem er gebastelt ist, ging es halt bei mir von 10 BB hoch auf 100 in so einer Dreiviertelstunde, wo ich einfach, ich weiß die Setups nicht mehr, aber einfach cooler nach cooler für mich hatte. Und dann bin ich als Chipleader an FD und dann kriege ich es rein mit Ace King gegen Kings bei 9 Left und hitte die Straße am Turn und dann auf einmal habe ich 100 BB. Und dann, wenn es halt recht viel First gibt und das ist auch so eine Learning Experience, die ich hatte, die Leute teilten dann halt viel zu viel ab und sollten viel, viel loser spielen. Aber wenn es dann auf so großen FDs ist, ist dann einfach, sobald du mal Chipleader bist, und das wusste ich am Scoop FD auch, sobald ich da viele Chips habe, kann man da auch den Spot sehr ausnutzen und einfach super, super loose spielen und viele Chips so akkumulieren. Und das hat halt super gut funktioniert, auch am WSOPC Finaltisch am Sonntag. Geil. Ja, und jetzt die Frage, hast du den Hype danach gehabt oder was, wie hat sich's dann angefühlt so? Weißt du? Ja, das war deshalb weniger, weil das war aus um 8 in der Früh am Montag. Ne? Okay. Also Ja. ich fange an um 6 zum Grinden und dann ist Ja. schon super spät, 8 in der Früh und das Einzige ist, ich bin komplett fertig und gehe mal schlafen. So, Geh das hätte ich auch. schlafen. Und am Ja. nächsten Tag ist natürlich der Hype dann nicht mehr, was dachte mir schon, boah, ist krass, jetzt direkt nach dem Scoop nochmal das World Series Turnier zu gewinnen. Aber der Scoop-Titel war da schon deutlich emotionaler auch. Ja. Ist der Ring schon da? Nee. Ah, Nee. okay. Das war. Ja, dann nochmal kurz, liebes Team von WSOPC, bitte mal schnell hier. Aber sie haben mir eine E-Mail geschrieben. Die Adresse haben sie schon. Okay. Ja, geil. Ja. Das ist mein Ich hoffe, wir erstes. kriegen ein Foto. Also, es muss Ja, dann ja. nochmal, irgendwo müssen wir sehen, den Ring. Ja. Ja, ist schon geil. Also, Früher gab es ja auch komm. so eine Scoop-Uhr, aber das hat Pokerstars das ist abgedreht. Das gibt es nicht mehr. Das wäre auch Scoop gibt geil. es jetzt diese Chips, ne? Oder diese, ich weiß nicht, so eine Art, wie nennt man die? Ich weiß es Weiß ich gar nicht. nicht. Ich Es glaube, gibt, man glaube gibt ich. Chips, wenn man FT macht. Irgendwie so war das. Und da Es habe gibt ich. einen goldenen, einen silbernen und einen bronzenen, den man auch mal kriegt. Aber ist auch jetzt, also, vielleicht weiß es der Chat besser als wir. Ich schaue mal gerade ganz kurz, also wichtig war für mich auf jeden Fall diese, na, habe ich ja eben schon gesagt, die Frage, wie das halt so nach so einem Gewinn aussieht.
Aber was ich für, also für die Zuschauer jetzt hier, für die wahrscheinlich ist der ein oder andere darunter ambitioniert und möchte da auch eine Karriere als Poker-Pro anstreben oder vielleicht auch als einfach starker Hobbyspieler, der da ein bisschen nebenher was verdient. Du hattest uns den Tipp ja auch schon gegeben, aber auch für die Community mal hier. Was ist wichtig, um Poker-Profi zu werden? Welche Voraussetzungen und was musst du dafür tun, um diese Ziele auch zu erreichen? Also einfach wirklich ganz banal, ganz einfach. Was sind so die Grundwerkzeuge und die wichtigen Dinge, die man machen muss? Ich glaube, das Wichtigste, was mich am Anfang klar sein muss, ist, was genau will man eigentlich? Will man jetzt im Home Game, im Privaten, in dem man ist, bisschen Geld gewinnen oder will man jetzt online hohe Turniere spielen? Das ist dann ein Rieseninvestmentunterschied, also ein Zeitinvestunterschied. Und sich da einfach im Klaren sein, was sind da die wichtigen Ziele und dann dementsprechend auch einfach den Plan setzen und sich einen Gedanken machen, wie kommen wir dahin. Für ambitionierte Online-Spieler ist es da, glaube ich, auch ganz wichtig, es nicht zu machen, weil man sagt, ich will jetzt da jetzt 1 Million machen, weil man braucht so viel Passion für das Spiel, dass man die Zeit investiert, dass das halt nicht ohne geht. Ich sag, wenn man das Spiel absolut liebt, und das haben halt auch alle Jungs, die im Grinders waren und auch im Streamhouse, ihr liebt einfach das Spiel. Und deswegen ist ja auch nicht, es ist ja keine Arbeit, wenn man dann 8 Stunden am Tag spielt und noch 2 Stunden Theorie macht. Das fühlt sich ja nicht wie Arbeit an. Das fühlt sich für mich auch nicht wie Arbeit. Deswegen klappt es auch so gut und deswegen kann man auch so viele Stunden investieren, weil es einfach natürlich kommt. Und ich glaube, wenn das gegeben ist und man wirklich das Spiel liebt, dann geht es halt einfach nur darum, die Zeit, die man aufbringt, versuchen immer ein bisschen effektiver zu machen. Also was kann man jetzt machen, um statt, was weiß ich, man kennt es ja eben, man hat verschiedene Lernphasen und man sagt, boah, die Stunde war jetzt super valuable. Sagen wir, eine Stunde 1-1 Coaching mit dem Feder, sagt man, das ist so 100% von valuable. Und dann hat man eine Stunde, wo man halt irgendwie passiv ein Video anschaut und das sind dann halt vielleicht 10%. Und wie kann man eben die Stunden erhöhen, die halt wirklich super valuable sind und die Stunden, die halt nicht so valuable sind, rauscutten? Und da geht es halt in erster Linie darum, offen zu sein, ehrlich zu sein und so viele Fragen stellen wie möglich. Einfach, ich meine, ich glaube, wenn mir jemand auf Skype schreibt und fragt, hey, wie mache ich das, schreibe ich auch zurück. Und so geht es, glaube ich, vielen Spielern, die auch gut sind und die halt super Input geben können. Und mein Tipp wäre da anzufangen, brutal ehrlich zu sich selbst zu sein. So, okay, man ist auf dem Stand jetzt, auf dem Stand A und man will jetzt, sagen wir, als Ziel $50 Average Buy-in online schlagen. Dafür muss man Preflop solider sein, Postflop einen Gameplan haben und dann ja einfach Basiswissen von Range Construction, solchen Sachen. Und dann fangen wir halt einfach mal an, okay, Preflop, was bedeutet das solider sein? Dann fragt man mal, was weiß ich, wenn du den Feder auf Poker Code am Slack-Channel fragst und deine Stats postest, dann gibt der dir ja ehrlich Feedback. Und dann gibt es halt Spieler, so wie ich. Ich habe von einem Jahr, wie Pip ist, wie viele Hände du voluntarily spielst, also freiwillig Chips in den Pot gibst, habe ich gespielt 21-15, das heißt, ich spiele 21% meiner Hände und raise 15% davon. Und jetzt, ein Jahr später, weiß ich halt, dass das halt so ein tighter Stiefel, damit gewinnt man nichts. So, das geht halt einfach deshalb nicht, weil alle Spieler, die dann aggressiver spielen, ständig Chips von dir gewinnen. Und jetzt, ein Jahr später, spiele ich 27-20 und da kommt es halt ständig zu Situationen. Du spielst in weiteren Ranges, kommst immer in schwierige Situationen. Und einfach das zu embracen, dass man oft auch einfach lost ist. Und das geht mir ja auch heute noch so, dass ich oft in Situationen nicht weiß, was ich machen kann. Aber einfach das zu embracen, okay, das ist eine neue Situation. Ich weiß, dass man Preflop loose spielen muss, um winning zu sein. Und
dann einfach, wenn eine Hand kommt, wo ich nicht weiß, was ich will, die dann entweder mit Pio runnen. Das ist so mein, okay, Leute, die halt nicht Pio haben, es kommt bald Odin raus, wo man eine Hand noch schnell eingeben kann, aber einfach mit Solvern arbeiten, die dann sofort eine optimale Lösung geben. Und dann einfach Step für Step. Und es ist jetzt nicht so ein unmögliches Projekt, da Midstakes online zu schlagen, sondern das ist wirklich so jeden Tag einfach eine Stunde, 2 Stunden effektiv arbeiten und dann ehrlich zu sich selbst sein, weil auch wenn es halt Entertainment ist, aber viele schauen dann eine Stunde Stream bei jemand anderem zu, aber das ist halt nicht effektiv besser werden als Spieler, sondern da muss man eine Stunde lieber ein Coaching-Video ansehen, Stats analysieren, Sims runnen, Spots durchgehen, einfach das so effektiv wie möglich zu halten. Und dann, glaube ich, geht es super schnell. Also man sieht das dann 3 Monate, 4 Monate später, die Effekte einfach als Pokerspieler. Und dann gibt es halt natürlich Levels dazu, ne? Also wenn man 50 $ Average Buy-in schlagen will, dann ist das ein anderer Input, wie wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt die 500 $ Average Buy-in spielen und die 10 Cards mitnehmen. Dann ist halt nochmal intensiver alles und nochmal effektiver. Dann geht es halt nicht darum, okay, nur alles ein bisschen anschauen, sondern detailliert und dann auch mit verschiedenen Areas vom Spiel gibt es halt Experten. Also wenn man sagt, man möchte im Heads-Up jetzt richtig gut sein. Und da gibt es halt, das ist wie, Steffen hat das mal im Podcast richtig schön erklärt, so Poker ist so wie in so einem Zehnkampf. Und da fand ich seinen Quote richtig gut, weil der beste Spieler ist der in jeder Area richtig solide ist. Und der hat dann am Ende den höchsten Score. Und da gibt es halt, du kannst an Preflop arbeiten, an Postflop und Reshuffing, Heads-Up, Multiway, so viele Facetten. Und was halt beim Pokern auch noch ist, der Zehnkampf hat noch verschiedene Wertigkeiten. Also Preflop ist halt wichtiger als River Decision, weil einfach Preflop jede Hand vorkommt. Und da einfach keine Fehler zu machen, wird sich auf die Winrate mehr auswirken, als River Calldowns richtig zu haben. Und das kann man halt schön kategorisieren und auch logisch einfach durchgehen durch das Spiel. Und man sich überlegen, okay, wie kann man in jeder Area einfach immer ein bisschen besser werden. Und ja, und dann akkumuliert sich das und man verknüpft Sachen, man wird immer sharper und ja, das wäre so mein Rat, wie ich es angehen würde. Und ich würde es mit so vielen Leuten wie connecten wie möglich. Ich glaube, dass das super, Ja, super valuable ist. absolut. Das hat auch, glaube ich, uns Streamhouse-Jungs viel gebracht. Wie euch Grindhouse-Jungs, also letztendlich ja Ja. ein bunter Haufen Poker-Codes, Ja. Jungs, die da eine Menge durch dieses Connecten halt rausholen konnten. Aber was ich halt bei dir in der Session auch gesehen hat, also ich durfte dir, ich durfte Mario ein paar Stunden beim Grinden zusehen, über seine Schulter gucken und jeden Gedanken, jeder Hand, die du gespielt hast, konntest du exakt erklären, was du da machst. Und dann hast du auch noch die Timing quasi fast immer komplett ausgenutzt, teilweise ja auch ganz knapp, bevor die letzte Time, vor die letzte Sekunde quasi dann da gelaufen ist, noch deine Entscheidung getroffen. Das hat mich persönlich jetzt sehr beeindruckt, wo ich gemerkt habe, okay, lass dir Zeit, überlege genau warum, wieso, weshalb, was du da machst. Das Wenn ist du zu, wichtig, ja. ja, sorry. Nee, go ahead. Ist das. Du hast ja teilweise auch, ohne dass ich gefragt habe, mir deine Gedanken geteilt. Wenn du zu Hause grindest, ist das für dich auch, denkst du auch laut, beziehungsweise wie ich es da erlebt habe, ist es bei dir immer so? Also, dass du da wirklich intensiv in deine Entscheidung gehst, wie es da gemacht hast? Grundsätzlich bin ich stumm. Ich sage auch Stumm. nicht so viel, wenn ich meine. Ich habe Sessions gemacht, wo ich absichtlich vor mich hingesprochen habe, einfach um meine Gedanken auszuformulieren. Weil
wenn man sie erklärt, kommt man drauf, hey, das ist eigentlich ein Blödsinn. So, das ist oft so. Und das ist so eine Sache, snappen, also ist einer schafft am River und du hast einen Bluffcatcher und dann wirst du gesnappt. Oder du snappst. So, das ist halt, wenn das ein Gegner macht mit einer Hand, die, wo es nicht ganz klar ist, wo es halt ein closer Call ist und es snappt einer, dann weißt du halt immer, der andere ist halt ein Depp. Weil das macht kein smarter Spieler. Es gibt keinen Spot, der Bist du close, deppert? ja, wo es Sinn macht, zu snappen. Auch wenn es ein klarer Bluffcatcher ist, du hast 15 Sekunden Zeitbank, ohne dass du deine Zeitbank verbrauchst. Aber nimm dir zumindest die 15 Sekunden Zeit, um vielleicht findest du noch irgendeine Kleinigkeit, die dann halt deine Entscheidung noch revidiert oder versuch einfach die Entscheidung nochmal besser zu machen. So, einer schafft am River und dann überlegst du nochmal, okay, was für Timings hatte der? Was für Sachen weißt du von dem vorher? Und oft ist einfach Snap am River ist der einzige Grund, warum man das macht, damit man diesen tough Prozess, wo man sich dann oft erwischt, okay, man weiß eigentlich gar nicht, was da besser ist, einfach diesen Prozess zu wollen, weil der ist unangenehm. Und der größte Learning kommt halt dann, wenn du in Spots reinkommst, die halt ständig unangenehm sind, weil du, das sind genau die Spots, wo das größte Growth Potential ist. Also wenn ich dann am River All-In gestellt werde und der ist für mich unangenehm, erst am Sonntag hatte ich das wieder. Ich habe einen Spot, dann einen Hero Fold gemacht, wo ich noch 30 Sekunden Zeitbank hatte, wo ich, wenn ich das wirklich embraced hätte, im Nachhinein wahrscheinlich den Call gefunden habe. Und das war ein großer Spot im 10K, wo ich dann gedacht habe, hey, das war nicht gut. So, das war für mich okay, ist ein Fold, aber wenn ich wirklich nochmal eine halbe Minute drüber nachdenke, dann ist eigentlich ein Call. Und das passiert mir heute noch. Aber ich sehe, das ist so ein Fehler von so vielen, einfach den Pain da am River zu sitzen und wirklich nicht zu wissen, was man macht. Und einfach mal eine halbe Minute Revue passieren lassen, was passiert da eigentlich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da, also snappen macht in den meisten Fällen keinen Sinn. Und einfach die Spots dann auch direkt markieren, wenn so eine Situation kommt. Genau, Aber es ist ja auch ja. nicht nur snappen, es ist zum Beispiel auch, du denkst drüber nach und dann, also habe ich mich dann bei der letzten Session erwischt, das waren drei Entscheidungen, wo Ja. ich ge gesagt habe, wahrscheinlich laut GTO muss ich das jetzt callen, Ja. weil ich die Chips, weil es einfach ein GTO-Call ist, wissen wir es nie, aber ich sag, ich war mir ziemlich sicher, dass er diese Hand oder diese Hand, also diese Hände hat, die drei, vier, die mich da geschlagen haben. Und ich habe gecallt und sie hatten die Hand und ich habe jedes Mal gedacht, okay, ich gehe dann wieder mal in DTO oder in Odin oder sonst wo rein, da sagen die mir auch, dass ich das callen muss. Aber da wusste ich, das ist dann auch wieder so ein Punkt, genau das, was du da jetzt gerade erklärt hast. Denk drüber nach und find auch mal den Fold, auch wenn es wahrscheinlich dann in dem Punkt. Und dann denke ich auch, der Stream denkt dann, wie kann er da denn da folden, der bei so, ne? Ja. Das kommt dann auch dazu. Da spielen sich so viele Gedanken, wo ich dann denke, so, okay, aber das ist schon geil, dass du das so gerade sagst. Also, dass man da lange drüber nachdenken sollte, bevor man Was dann. man da nicht vergessen darf, der Solver ist ja nicht das Allerheilmittel. Und ich glaube, man darf das nicht als Lösung sehen, sondern der Solver, das jetzt bei Odin Pre-Solved Solutions, mit den Ranges, die man dem gibt. Also man gibt zwei Ranges ein und dann kommt eine Lösung raus, wie die zwei Ranges optimal gegeneinander spielen. Und das ist für uns als Menschen nur ein Versuch, eine Annäherung, das Spiel zu simplifizieren, dass wir es umsetzen können. In Wirklichkeit ist es ja so, dass noch so viele andere Variablen, die wir aber niemals sinnvoll in eine Solution packen könnten, weil man weiß nicht, wie exakt er spielt. Man weiß nicht, vielleicht spielt der eine Handkombo einfach gar nicht und dann wird sich halt alles ändern. So, und wenn du dann siehst, okay, das ist ein GTO Downcall, dann ist es ein GTO Downcall gegen jemanden, der genauso spielt, der optimal überall die Frequenzen hat. So, sobald sich das ändert, dann ist es kein GTO Downcall mehr, weil der Gegner spielt ja das auch gar nicht. Und das ist einfach so, da zu verstehen, okay, die Tendenz
der Spieler blufft vielleicht vier Combos zu wenig und dann wird auch, dann sinkt der EV von unserer Call-Hand und sagen wir, wir brauchen 30% Equity zu callen. Wir haben genau 31% mit unserem Bluffcatcher. Und der Gegner beginnt aber zwei Combos zu wenig zu bluffen und auf einmal haben wir nur 28%. Und dann wird es ein Losing Call. Und das passiert halt recht schnell. Und da ist halt wichtig, einfach die Logiken zu verstehen, warum Solver das macht. Warum bluffcatcht der eine Hand, die eigentlich minus V ist? Oft ist es so, damit man dem anderen Spieler nicht erlaubt, dass er einfach any two bluffen kann. Das ist auch oft der Fall. Weil wenn man einfach alles foldet und wenn man keine minus V Bluffcatcher hat am River, dann strukturiert der Solver die Range vom anderen um, dass der halt alles blufft. Das muss man schon da aufpassen, dass man halt auch bei Odin dann, das sind halt sehr high-quality Solves mit optimalen Ranges, die halt super, super gut sind, aber auch oft so call dann, grundsätzlich die meisten Spieler sind zu loose, zu passiv preflop, zu passiv am Flop und dann bluff, findet man halt die Combos, die an deinem River ankommen, mit denen allen bluff, die sind dann gar nicht mehr drin. Da muss man schon ganz, ganz aufpassen und sich fokussieren darauf, okay, wie kommt man zu der Lösung und was kann man, was weißt du noch über die Situation, die dann die Solution ändern würden? Und ich glaube, wenn man das Level erreicht, das ist schon nochmal, das ist dann, wo man richtig gute Entscheidungen treffen kann. Ja. Ja, Mario, ich habe die Community hier, die bestimmt auch die eine oder andere Frage hat. Ich hoffe, wir haben hier die eine oder andere Frage, die ich gerade mal finde, weil wenn ihr Lust habt, wir kommen so langsam zum Ende, dürft ihr Fragen an Mario stellen. Ich lasse euch jetzt ganz kurz die Zeit, die Frage zu stellen, und währenddessen stelle ich meine letzte und dann nehmen wir noch Fragen raus. Mods, bitte kopiert die gerne in unseren Mod-Bereich, damit ich die Fragen rausziehe oder ich ziehe sie mir gleich selber raus, wenn es so ist. Aber wäre geil, wenn ihr das gerade machen könntet. Meine letzte Frage an dich ist natürlich die Frage aller Fragen. Jetzt hast du das alles erreicht, jetzt schon in der kurzen Zeit. Aber was hast du für dich persönlich jetzt auf Poker bezogen, Ziele und Wünsche für die Zukunft als Poker-Pro? Ich spüre noch und ich weiß, dass ich super viele Leaks habe und die möchte ich gern stopfen. Also das ist mein Ziel, auch jetzt bis Herbst, mich da zu fokussieren, dass ich von mir sagen kann, okay, ich habe sehr viel Zeit darin investiert, nochmal besser zu werden. Und das ist eigentlich mein Hauptziel als Pokerspieler, so dass ich noch solider in vielen Spots bin, einfach noch fundierter gute Entscheidungen treffen kann. Und das ist eigentlich mein Hauptziel momentan. Und ja, mit den Jungs Live-Trips machen, Live-Poker-Turniere zu spielen und auch die Live-High-Stakes zu spielen. Also die kommenden Serien, die 10, 25Ks und 50Ks, die möchte ich attackieren. Sehr schön. Ja, ich sehe es schon. Also so Vegas, 100K mit 200 Runnern, auf das freue ich mich schon. Weil das war auch so ein Learning, so wie ich im Area immer im März zum ersten Mal die 25Ks gespielt habe. Da spielen dann halt die Amirex. Und dann gibt es halt auch ganz klar die Freizeitspieler, also so Carrie Katz oder Bill Klein, die halt einfach sehr reich sind und einfach sehr viel Spaß am Spielen haben. Und die Rex. Verdammt gut sind Carrie Katz, ne? Muss man sagen. Also glaube ich zumindest. Ja. Ne? Ja, du weißt ja mehr als ich. Also ich als Außenstehender, der da irgendwie die Turniere nur im TV verfolgt, anstatt live, wirkte Carrie Katz immer recht stark, aber du guckst schon so, ich merke schon, ich vertue mich da gerade hart. Ja, also er ist auf jeden Fall, er verliert, er ist auf jeden Fall losing auf dem Stakes, was aber auch klar ist auf den Super High Roller Stakes, weil die Competition einfach sehr gut ist, aber er hat einfach recht klare Leaks, die attackierbar sind und deswegen hat man da auch Edge gegen die. Also es interessiert, ist halt ein
Milliardär, der gern Spaß am Spielen hat. Und Mhm. das finde ich auch super sympathisch. Und das fand ich auch richtig geil in diesem Aria Hyrule, weil das hat sich angefühlt wie ein Homegame. So, da war ein Spielerpool von 30, 40 Leuten. Man hat ganz klar Rex, ganz klar Funplayer. Und das war einfach ein cooles Ambiente. Und Das war ich. das Thema, was wir auch noch ausgelassen haben, Ja. merke ich gerade. Du warst ja vor der Scoop noch in Vegas und hast da ja auch zwei dicke Caches geholt. Ja, Vegas war absurd. Das kann man noch kurz Ja, das drauf wollte ich sagen, eingehen. das dürfen wir nicht vergessen. Das muss rein. Das muss Ja, rein. wir waren da, also angefangen hat so, es war Lockdown in Österreich für 2,5 Monate. Ich habe quasi nur online gepokert und im Jänner war es dann so, Alter. Es war schon richtig, richtig hart. Und dann war es Winter und dann hast halt, du grindest von 6 bis um 4, dann schlafst du halt bis 12 und um 3 geht die Sonne schon wieder unter. Und das war ein Rhythmus, da ging es mir auch so nicht gut und dachte mir, okay, ich fliege jetzt nach Costa Rica. Hab die Amanda, meine Freundin, mitgenommen und wir sind dann nach Santa Teresa, das ist unser Lieblingsort da, einen Monat hin, haben dann Fedor auch in Mexiko getroffen für eine Woche. Und war eine super geile Zeit. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich rufe jetzt einfach die Jungs an, ob sie nicht Bock haben zu kommen. Und das war dann sehr überraschend, weil die Jungs, alles, was so aus der Komfortzone ist, da sind sie normal so erstmal nicht so, erstmal abwartend. Dann hat es aber keinen Tag gedauert und auf einmal haben alle zugesagt. Und dann am 10. Februar haben wir sie alle in Costa Rica getroffen, hatten eine mega geile Zeit, 3 Wochen. Wir wollten eigentlich grinden, aber dazu sind wir nicht gekommen. Wir waren mehr am Strand und sind da rumgefahren und haben einfach eine richtig geile Zeit gehabt. Und dann Anfang März haben wir dann gesehen, dass es in Vegas eine WPT gibt mit einem 5K Main Event, gleichzeitig Aria High Roller und danach noch eine Series im Wynn. Und dachte mir, das ist cool. So, die Jungs hatten einen Heimflug am 28. Februar. Das hat dann ein bisschen Überredungskünste gebraucht, aber im Endeffekt sind dann alle mit nach Vegas. Und am Geil. 4. März sind wir dann angekommen. Hammer. Am 5. haben wir dann da alle den Tag 1 gespielt im 5K und ich muss sagen, das war echt einfach richtig, richtig sick. Das waren 5K, also Hansi, wenn du ein Daily Turbo 5 auf GG spielst, ist das ein deutlich höheres Level. Das war wirklich so Stocks All-Time Highs, Krypto All-Time Highs und die Leute hatten einfach Geld zum Gamblen und dann gab es halt 1000 Spieler, kein Europäer war im Land, weil du kannst aus Europa nicht in die USA einreisen. Und es war einfach das sechste 5K überhaupt. War völlig krank. Dann war es so, am 4. Tag dann waren so 20 left und auf einmal ist der Nemi Chip Leader. Und Roli war auch noch dabei. So, und die Jungs, damals hatten sie so eine vielleicht zwischen 15 und 50k Roll, jeder verschieden. Und da war doch das Thema, wie viel investieren sie jetzt in das Turnier, das kommt. So, und der Gaugi, der hatte so 40k, hat gesagt, okay, er nimmt 5%, so $250. Und ich habe gesagt, Gaugi, das geht nicht. So, wenn du nach Vegas fliegst, in den Turnier, wo du wahrscheinlich über 100% Return Investment hast, mit den Nebenkosten, die du hast, wenn du herfliegst, ist es einfach sinnvoll, da jetzt zu shotten, weil ob du jetzt 50k Bankroll hast oder 40k Bankroll, das ändert deine Ability online, die Mid-Stakes zu spielen, überhaupt nicht. Also für $50 Average Buy-in brauchst du keine 50k, sondern die kannst mit 40k auch eingehen. Wenn du aber was gewinnst, dann ist es halt eine huge difference. Und das hat halt, das wird auch so, okay, das ist uncomfortable, da jetzt zu sagen, okay, da verliere ich halt mal 10k, mit dem, da so ein Risiko zu nehmen.
weil auch für die Jungs nicht so easy. Aber am Ende hatten dann alle solide geschottet. Nemi ist dann leider mit, ich glaube, Kings gegen Jacks als Neunter raus und Roli ist Dritter geworden in dem Turnier. Roli ist dann, für wie viel? Ich glaube, 400 oder so, 400k. Nemi hat auch gecashed für 80. Die Jungs hatten, glaube ich, 20% each. Roli, so hab ich immer. Und das war ganz witzig, weil am selben Tag bin ich halt im 10k Zweiter geworden im Aria für 120. Und den Tag drauf im Aria 25k bin ich Vierter geworden für 150. Das war auch mein erstes 25k Live. Und das hat man da auch schon viel bedeutet, weil am FT waren dann halt Dan Smith, Nick Petrangelo, Ali Imsirovic, einfach die ganze Vegas-Bahn. Das war einfach cool, da, okay, jetzt, man ist mit den Jungs am selben Tisch. Und ich habe mich auch super wohl gefühlt, weil die Monate davor in Costa Rica habe ich jeden Tag mehrere Stunden Content gemacht und hatte das Gefühl, dass ich da super vorbereitet bin für die Zeit. Und das war einfach eine coole Erfahrung, da die Live-Hero zu spielen. Und die Aria-Dinger sind ja, ich habe es deshalb gespielt, weil es halt rake-frei ist, wenn man sich am Anfang direkt einkauft. Und das ist halt huge, wenn du halt kein Rake zahlst, weil dann ist man fast immer winning. Da während der WSOP, da freue ich mich richtig drauf. Also wenn es da mal ein WSOP-Turnier gibt mit 50k oder 100k mit 200 Runnern, das wird schon sehr gut. Da freue ich mich drauf. So ein One-Drop. Feder hat ja mal gewonnen vor 4 Jahren und jetzt hole ich mir das im Herbst. Ja, Mann. Ja, und dann, ich noch vergessen, und dann die Woche drauf, das war ja das Absurdeste, hat der Martino auch noch das Main Event von der Win Series gewonnen für 340. Also ja. Roli 400, ich habe 250, Martino nochmal 350, Nemi 80 und dann haben wir einfach mal in einer Woche für eine Million gecashed. $1 Million. Ja. $1 Million. Die 1 Million Woche war es ja, dann, ne? Unglaublich. Das war. Respekt. Die nächste Frage ist, wann wäre es deiner Meinung nach sinnvoll, den Schritt zum Poker-Pro zu wagen? Welche Bankroll sollte man haben? Wie viele Rücklagen wäre notwendig, um keinen finanziellen Druck zu haben? Die Sache, finanzieller Druck, der ist immer da. Also das habe ich auch so gespürt. Das ist dann auch unabhängig, ob du 10k hast, 50k, 100 oder 300k. Wenn du von 300k auf 250 runter droppst, denkst du auch, ui, scheiße, jetzt, was ist, wenn es nur noch bergab geht? So diese irrationalen Gedanken, die konnte ich auch noch nie ganz weg. Also ein bisschen, natürlich hast du viel weniger Druck, als wenn du jetzt von 10k auf 1k runter, aber einfach so diesen, da gibt es eh einen Ausdruck dafür, dass halt Losing immer härter ist als Winning, man positiv das wahrnimmt. Das hat man einfach immer und macht man sich doch immer selbst Stress. Ich glaube, wichtiger als jetzt zu sagen, okay, das Geld habe ich, um Pokerspieler zu werden, ist, was ist halt die Lebenssituation. Ne? Wenn du ein Kind hast und Familie und Fixkosten, dann ist halt schwierig, dass du sagst, okay, ich starte jetzt einfach jeden Tag los und kündige meinen Job und fange jetzt zum Pokern. Das ist halt dann natürlich viel schwieriger, als wenn jemand 18 ist und aus der Schule rauskommt. Deswegen, ich glaube, das so allgemein zu sagen, ist schwierig. Was mein Rat da ist, ist, wenn du es wirklich, wirklich liebst, ist es, denke ich, immer noch eine Möglichkeit oder ein Beruf, sagen wir mal, oder eine Sparte, in der man noch immer noch erfolgreich sein kann, auch wenn man Low-Stakes-Spieler ist oder noch nicht so ambitioniert. Und also lieber mit 25 versuchen, Pokerspieler zu werden und dann es entweder schaffen oder scheitern und dann mit 30 zurückzugehen zu den anderen Alternativen, die es dann halt gibt, als zu sagen, mit 30 hätte ich mal probiert. Ich glaube, das ist einfach sehr
sehr wichtig, dass man das macht, was man, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, wenn man es wirklich liebt, dann ja, go for it. Also ich würde da auch, ich meine, das, ich habe mit Leo, ich weiß nicht, ob du den Leo kennst, Hansi, der hat vor einem halben Jahr keine Bankroll gehabt. Und ich meine, Ach so, ja, du hast von ihm erzählt auf jeden Fall. er ist 21 oder 22, Ja. und ist auch Poker-Profi, hat aber kein Geld damit verdient, hat losgespielt, weil er halt solide Winning, und im letzten halben Jahr später ist er Maschine einfach, weil er jeden Tag 2 Stunden hart gearbeitet hat. Noch härter als ich. Also da schreibt man jeden Tag, machen wir was, komm. Und das ist halt immer möglich. Also wenn du dir Zeit nimmst, dich reindigerst und das Bock macht, dann also würde ich es immer wagen. Ich sehe da keinen Grund dagegen. Ich nehme noch eine letzte Frage raus. Damit schließen wir dann unser Hammer-Interview, muss ich sagen, ab. Hat mir richtig Spaß gemacht jetzt schon. Aber die letzte Frage noch von Neopoker ist: Was machst du als Ausgleich? Meditation, Sport? Konntest du einiges aus deiner Fußballkarriere übernehmen? Ja, also gefühlt Ausgleich kommt für mich natürlich, indem ich einfach ein paar andere Sachen mache, wie ich gehe am See und treffe mich mit Freunden, spiele Wizard, spiele, was weiß ich, Geradl fahren. Ja, meditieren tue ich nicht. Also ich probiere es manchmal, wenn ich Lust habe, aber es ist jetzt nicht so, ich möchte mich da jetzt nicht an eine klare Meditationsstrategie halten, weil ich grundsätzlich auch recht ausgeglichen bin. Und ja, also was sich gerade gut anfühlt. Also wenn ich Lust habe auf Wandern gehen, dann gehe ich wandern. Ansonsten, ja, Fußball spiele ich noch immer. Das taugt mir. Das reicht, wenn ich ein, zweimal die Woche gehe. Ja, das ist eigentlich alles. Dein Ausgleich. Ich hab noch das ist ein paar Fragen. Also ich. Hast du noch eine Frage, die du sehr genau? Klar, natürlich. Also von meiner Seite aus gerne, nur ich Ja. fächer dich jetzt hier nicht. Nein, ich hab nichts vor. Also wir können da schon noch wenn da Fragen reinkommen, können wir die schon noch durchgehen. Ja, gerne. Sehr, Ich sehr, habe sehr, sehr gefragt, gerne. ob man sich für ein Grindhouse bewerben kann. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Was ich da sagen muss, da war ja auch. Ja, wir haben halt dann enger mit Matthias und Feder, aber das war ja auch sowieso immer der Fall. Was da ist, das kann ja auch jeder machen. Ich meine, tut euch zusammen mit 3, 4 anderen, mit denen ihr euch gut versteht, mietet euch ein Haus und grindet mal 2, 3 Wochen zusammen. Versucht das zu strukturieren, da ist halt immer gut, wenn einer so den Plan vorgibt und die anderen mitreißt. Aber einfach mal mit anderen zusammenzuarbeiten, die eine ähnliche Vision haben, macht auch einfach Spaß. Und ich glaube, ein Grindhouse kann jederzeit immer gemacht werden. Also wir waren ja auch in März in Costa Rica zusammen. Das war ja auch ein Grindhouse, einfach von uns organisiert, indem wir es selbst machen. Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass ihr euch zusammenschließt da. Ne? Nicht nur, du weißt, dass ihr euch zusammenschließt, um Poker zu üben und gegenseitig zu trainieren, sondern vielleicht auch dann solche geilen Projekte auf die Beine zu stellen für sich selbst. Das ist ja auch möglich. Voll. Giorgio fragt, ob jemand Cash Game spielt. Ich glaube, Fuchs spielt PLO Cash Game. Ein weiteres Grindhouse. Weiß ich nicht. Was cool wird Vegas. Da werden wir Grindhouse und Streamhouse combinen. Die Jungs ziehen mal mit Ja, nach Vegas. jetzt hast du es Noch nicht so rausgehauen. sicher, aber ich ziehe da auf jeden Fall mit. Da haue ich dich ins Main Event rein. Ja. Und da gewinnt mein Bracelet. Also, Ja, Mann. wer mit mir wetten will, dass wir ein Bracelet gewinnen, ich würd gern draufsetzen. Ja, jetzt haben wir es geleakt. Ja, gut, jetzt ist es raus, Leute. Also, Hansi, scheiße. Ja, ich hab das jetzt nur so gesagt. Also, Hansi ist ja auch noch nicht fix, ob er nach Vegas kommt. Aber das sage ich jetzt. Ja, also, Das dass wäre ich mein da. Angebot. Also, ich würde auch, wenn Natürlich Hansi komme sagt, nee, ich. dann würde ich ihn schon noch überreden. Also, ihr könnt. Super schwer, mich zu überreden, nach Vegas zu gehen. Super schwer. hat es mentale Auswirkungen?
bei GG gegeben, wo du 100k down warst. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich 100k down war. Ich glaube, das war dann halt bei den Winnings ist dann halt so, da kommt auch viel von den Losses, wenn man halt die 10k und 25k spielt. Das verfälscht dann auch immer die Results. Und ich habe auch bei 10k weniger Piece als jetzt beim 500er. Und deswegen ist es dann auch nicht, also man adjustet da schon vor. Also 100k droppen, glaube ich, bin ich noch nie. Ich glaube, mein größter Downswing war vielleicht mal 50k, aber das letzte Jahr, sobald man halt eine richtig große Edge hat auf den Nies, ist das auch die Varianz geringer. Und was wichtig ist, ich swap da immer mit anderen Jungs, also vor allem mit Roli und Fedor, wenn wir größere Turniere spielen, einfach um die Varianz zu minimieren, mit Spielern, die halt gleich gut sind und man gleich IV hat. Deswegen ist das bald die Varianz auch recht gering in letzter Zeit. Was ist dein größter Traum im Pokerbereich? Sehe ich gerade noch. Also wahrscheinlich auf eine Sache fixiert jetzt, ne? Wahrscheinlich der, den jeder hat, ne? So. Ja, mein Traum ist es, im Main Event da eine richtig geile Rail zu haben. Das ist richtig geil. So im Eine Main geile Event, Rail zu haben? ja, Kein Problem. das wird, also wenn einer von, ich muss ja nicht mal, natürlich ist es geiler, wenn ich dort sitzen könnte, aber wenn einer vom Grand House oder Stream House Ja. oder vom Poker-Code einfach da ist, da werden wir aufmarschieren, da werden wir das Rio abreißen. Also so richtig auf Hooligan-Ultra-Style. Das wäre ja alles in der E-Fußballer und das wird, also wenn da einer am FD ist, ja, völlig Abriss. Das finde ich emotional das Geilste. Vielen, vielen Dank, Mario, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder, hören uns sehr bald wieder. Ich drücke dir die Daumen jetzt für die kommenden Turniere, die du jetzt spielen wirst. Kommen ja wieder ein paar große, ja, nicht nur WSOPC, sondern ja auch gibt es ja hier die ein oder anderen Turnierserien, die jetzt an den Start gehen. Ja, Mario, Ja, mich danke hat's für deine gefreut. Zeit. Danke, dass du da Gerne. warst. Hab mich gefreut. Jo, Wünsche pass euch auf dich auf. Tschüss, Bis dahin, Papa. mein Lieber. Ciao. So, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Interview zu sehen. Die Form des Interviews wird es auch weiterhin bei mir geben. In unregelmäßigen Abständen immer wieder ein Großer aus der Szene, ob das jetzt ein Pokerspieler ist oder eine andere Funktion hat. Das wird auf jeden Fall weiterhin bleiben, so hier auf dem Kanal. Gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschö, bitte. Was war das für eine Handbewegung? Es war so ein halbes Winken, halbes. Ich weiß es auch nicht. Tschüss. Tschüss mit Ös. Tschüss mit Ö. Ciao mit V.